Der Kollege der FDP war, glaube ich, etwas schneller, nur trotzdem sollten wir an der Redeliste bleiben. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Bayer, viel lieber hätte ich ja zum nächsten Punkt gesprochen, wo Sie uns auffordern, 100.000 Fahrzeuge im Prinzip zu erwerben. Aber hier auch einige Zitate, die Sie selber erwähnt haben. Sie haben den Zeitartikel ja und den entsprechenden Bericht kommentiert, dass angeblich der ÖPNV in NRW so besonders schlecht ist. Sie haben es aber unterlassen zu sagen, dass es auch einzelne Städte gibt, wo der ÖPNV in NRW gerade besonders gut ist. Ich kann ja hin und wieder auch mal meine eigene Stadt selber loben, die da, glaube ich, die zweitbeste Angebot im ÖPNV selber hatte. Da stellt sich auch immer die Frage, wer ist dafür verantwortlich? Regelt sind verantwortlich die kommunalen Aufgabenträger, also auch die Mitglieder des Rates der jeweiligen Kommune. Zweitens sagten Sie, der Querverbund oder was würde die Finanzierungsgrundlage fast aller kommunalen Verkehrsunternehmen in den Großstädten sein. Das trifft aber auch, wie gesagt, nicht für alle zu. Es gibt auch Städte, die durchaus nicht die entsprechende Energieversorgung im ganzen Stadtgebiet haben und es aus dem städtischen Haushalt zum großen Teil finanzieren. Dann haben Sie erwähnt, dass die Tarife im Regelfall durch die Verkehrsunternehmen ergriffen werden. Das ist eigentlich auch falsch, denn es gibt in NRW fast ausschließlich Verkehrsunternehmen, die Teile von Tarifverbünden sind. Und da sind die Gremien der entsprechenden Tarifverbünde auch entscheidend. Nun aber zu Ihrem eigentlichen Antrag. Schon in der Debatte zum Tagesordnungspunkt 6 heute Nachmittag habe ich darauf hingewiesen. Heute vor 20 Tagen haben wir genau an dieser Stelle den Bericht der Enquetekommission Finanzierungsoptionen des öffentlichen Personennahverkehrs in NRW zur Kenntnis genommen. Genau vor diesen 20 Tagen hat das Parlament bei der Beratung dieses Kommissionsberichts ebenfalls den Entschließungsantrag von SPD und Grünen zugestimmt. Und zwar mehrheitlich bei der Enthaltung der Fraktionen von CDU, FDP und Ihnen, den Piraten. Dabei haben wir in unserem Entschließungsantrag die Landesregierung aufgefordert, ich zitiere, den vorgelegten Bericht der Enquetekommission 4 als Grundlage ihres weiteren Handelns zu nutzen. Im Antrag der Piraten heißt es nun fast textgleich, den Bericht der Enquetekommission, ich zitiere, als Ausgangslage für ihre verkehrspolitischen Handeln zu nutzen. Dann haben Sie es also in den wenigen Wochen zumindest von einer Enthaltung zu einer Zustimmung durchringen können. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage von Herrn Bayer. Ja, sehr. Ja, vielen Dank, Herr Boy. Eine Zustimmung zu dem, dass die Landesregierung sich darum kümmern soll, ist ja gut. Ich finde es auch toll, dass es in Bonn natürlich anders aussieht als in vielleicht anderen Städten von Nordrhein-Westfalen. Aber nun gibt es ja Städte, die dringend oder auch Verkehrsverbünde bzw. Tarifverbünde, die dringend solche Finanzierungsinstrumente brauchen können. Was sagen Sie denen und nicht Bonn an dieser Stelle? Ich hab ehrlich gesagt die Frage nicht verstanden. Das kann aber Akustik sein. Also ich glaube auch, und wie gesagt, ich kann unterstellen, dass Sie meine, andere Städte wären vielleicht ärmer als Bonn. Da kannst du nur darauf hinweisen, dass wir, glaube ich, die dritthöchste Pro-Kopf-Verschuldung von allen kreisfreien Städten in NRW haben. Die Frage im Prinzip in Reich und Arm greift hier also auf jeden Fall auch zu kurz. Es ist immer eine Frage der kommunalen Verantwortung und wie sie wahrgenommen wird. Aber wie gesagt, ich lasse jetzt zum großen Teil mein Redemanuskript im Prinzip dann auch weg, weil ich glaube, am Ende hat sich das Ganze ja darauf bezogen, dass Sie auch sagen, es sollten neue Rechtsgrundlagen geschaffen werden. Ich glaube, die Diskussion über neue Rechtsgrundlagen haben wir sowohl in der Enquete auch mit Ihrer durchaus sehr positiven Leitung tatsächlich viel diskutiert. Nur Sie können doch nicht allen Ernstes davon ausgehen, dass wir jetzt in den verbleibenden 3 Monaten bis zur Landtagswahl noch im Gesetzgebungsverfahren so grundsätzlich einsteigen werden. Es gibt natürlich auch im Prinzip durchaus auch Probleme mit einer entsprechenden Lösung. Also es muss gar nichts erfolgen, es muss letztendlich auch alle Konsequenzen bedacht werden und es muss vor allem auch die Akzeptanz für die Fahrgäste beachtet werden. Denn wenn man die Schweiz tatsächlich als Vorbild geben, dann ist es so, dass die Leute dann auch sagen, der öffentliche Nahverkehr, die Tram ist für uns positiv, die wollen wir haben. Wenn sie hier immer nur mit höheren Kosten, mit höheren Abgaben kommen, dann ist diese zumindest auch zu bedenken, ob man das wirklich damit den richtigen Weg bestreitet. Da kann man die Zweifel haben. Das geht auf jeden Fall nicht in diesen 3 Monaten noch. Das ist eine schöne Aufgabe auch für unsere Nachfolgerinnen und Nachfolger in der nächsten Wahlperiode. Vielen Dank.